Er ist 2020 unter den Top 5 gedraftet worden. Ich werde mein Bestes geben. Also ich hoffe natürlich, es kann sein. Die Saison ist aber noch lang. Wer ist es? Ja, also ich glaube ich, wenn ich ein bisschen älter bin. Das ist richtig. Wenigstens einer, der sich sofort am Anfang erkennt. Mit Playoff-Bart vielleicht. Ja, bist du zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Wie du ausschaust? Vielen Dank. Ja, ist schon nicht schlecht. Was hat der Typ in dem Alter alles erlebt? Viel Spaß gehabt. Hoffentlich eine lange Karriere vor sich gehabt. Verletzungsfrei geblieben und viel erlebt im Leben. Hat er noch irgendwas mit Eishockey vielleicht zu tun? Könnte gut sein, ja. Also, ist das was, wo du später vielleicht sagen würdest, ich meine, das ist jetzt sehr weit da. Ja. Musst du erst mal sehen, aber ist das was, wo du sagst, hey, ich finde Eishockey eigentlich schon ziemlich geil, da möchte ich so lange wie möglich dabei bleiben? Ja, auf jeden Fall. Auch vor allem vielleicht Kleinkinder weiterhelfen zu können. Das ist auch ein Ziel für mich, vielleicht mal Kinder zu trainieren oder irgendwie denen zu helfen, die besser zu machen und ja, mal gucken. Also es ist noch ein weiter Weg, aber auf jeden Fall, aber es wird mir auf jeden Fall sehr viel Spaß machen. Meinst du, dass er eine neue Medaille erlebt hat im deutschen Eishockey oder reden dann immer noch alle von der 2018er Medaille? Also was die geleistet haben, war schon sehr, sehr stark, aber ich denke, mein Ziel ist natürlich auch irgendwann mal, wenn ich älter bin, in der Erwachsenen-Nationalmannschaft zu spielen und da auch Medaillen zu gewinnen natürlich. Ich denke, es sind sehr, sehr gute Generationen, die auch hochkommen jetzt bei der Nationalmannschaft. Sehr, sehr gute Spieler und ich denke auf jeden Fall, dass wir sowas erreichen könnten, ja. Ist der Ehrgeiz immer noch so drin in den alten Typen, wie er jetzt in dem Jungen ist? Ja, ich denke schon, ja. Soll ein roter Faden bleiben? Ja, auf jeden Fall. Gut, ja. Viel Spaß dabei. Dankeschön.